Hallo zusammen und es geht weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Bei der letzten Mission hatte ich ja den Fehler gemacht, hier den Teufel, den wir wollen, den Porter leider niederzuschlagen bzw. zu töten, anstelle ihn bei den Outcasts abzuliefern. Das habe ich jetzt geschafft, habe das Ganze aber nicht aufgenommen. Porter ist hier in dieser kleinen Butze drin und ich habe jetzt auch schon die nächste Mission zugewiesen bekommen. Die werde ich jetzt gleich spielen, kann hier aber nicht raus, weil gerade über mir eine Azrael-Drohne fliegt. Dann schaue ich jetzt mal, was ich spielen kann. Wie gesagt, ich habe es nicht aufgenommen, weil ich dachte, das Ganze nochmal aufzunehmen und euch zu zeigen, ist Quatsch. So, ich muss jetzt das Cemetery Forest Bivouac erreichen in der Region Smuggler's Cove. Und habe dann da wieder eine Einsatzbesprechung mit Legion. Bin gespannt, was da auf mich zukommt. Schnell mal auf die Karte gucken. Smuggler's Cove ist ja diese Ecke, ja, diese Schmuggler-Ecke. Ziemlich weit oben auf der Insel. Da war ich ja auch schon oft genug, meint. Bisschen kleiner machen, das ist hier. Dann wollen wir mal gucken, was uns Legion zu berichten hat. Ich denke mal, es geht per Schnellreise. Ja, ist ja nicht im Gasgebiet. Und dann hören wir uns das mal an. Legion, Nomad hier. Was haben Sie für mich? Nomad, hallo. Ich habe den Standort der letzten Ember Ruin Produktionsstätte. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Bestätigt. Wie sieht es aus? Wenn Sie die Anlage zerstören, hat Sentinel keine Produktionsmöglichkeiten mehr. Wir sind auf der Zielgeraden. Und ich dachte schon, es würde einfach werden. Ziehen Sie es durch, Ghost. Sie machen das gut. Verstanden. Nomad out. Muss leider eine kleine Pause machen, mein Handy klingelt. So, bin wieder da. Telefonat ging ein bisschen länger als gedacht. Und langsam wird es auch dunkel bei mir. Muss mal Licht anmachen hier. So, 47 Meter. Ist natürlich laufend doof, aber Helifliegen ist auch blöd. Ich würde sagen, ich schlage trotzdem einen Biwak auf. Auch mir sicherheitshalber noch ein Filter in Marias Laden. Stärkt mich noch und dann werde ich diese 740 Meter wahrscheinlich zu Fuß gehen. Denn mit dem Heli und den neuen Anlageneinrichtungen habe ich da keine Lust. Es scheint mittlerweile so zu sein, dass die Gasgebiete stärker mit SAM-Abwehrraketen gesichert sind als früher. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass man durch das Gas laufen muss. Nehme ich mal an, dass dem so ist. So, Laden Maria. Dann brauche ich noch Zubehör. Gibt's hier? Moment, wo? Filter kann ich hier kaufen. So, ein Filter bitte. Komm, kaufen. Dann habe ich wenigstens drei Filter. Und was ich auch noch schnell gucken wollte, ist, welches Geschenk es oder welche Belohnung es für die Mission von den Teufel, den wir wollen, gab. Das habe ich noch gar nicht geguckt. So, das war diese Mission. Es gibt eine Blaupause für eine L85A2C. Das klingt nach einem guten Sturmgewehr. Vielleicht rüste ich mir das mal bei Gelegenheit aus, beziehungsweise lass mir das in Marias Laden bauen. Lass mal gucken, ob ich auch im Bivouac bauen kann. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, im Bivouac kann ich keine Waffen bauen, oder? Doch, cool. Ich kann mir im Bivouac Waffen bauen lassen. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Aber wo ist die MA2 jetzt hier? Die kann ich jetzt komischerweise nicht im Bivouac bauen lassen. Naja, gut. Ein Sturmgewehr wäre hier neu. So. Nö. Wird auch nicht an dem Ausrufezeichen gezeigt. So. Stoutnesse. Moment. Ja, die ist deutlich schwächer als meine. Nee. Zwar, ja, die lasse ich mir nicht bauen. Das ist Quatsch. Dann gab es... Pistolen gab es noch beim letzten Mal, glaube ich. Schrotflinten habe ich noch hoch erspielt. Und Snipers gab es auch, aber ist auch keine besser als die, die ich so besitze. Ne, Reichweite alle deutlich schlechter. Ja, die könnte, ne, die hat bessere Mobilität, aber Reichweite schlechter. Soll auch noch Schäden's. Ne, Gott. Also, dann mal ab zur Mission. Gegessen habe ich. Gekauft habe ich. Und dann sofort aufbrechen.
Na komm. Ach, da parkt sogar ein Heli. Ach ja, klar. Bin ja doof. Ich wollte schon sagen, wo kommt der Heli her? Aber ich bin ja aus dem Biwak gekommen. Gaszone voraus. Dann lassen wir den Heli ja mal stehen. Ist riesig. Ich hätte mir ein Auto bauen lassen sollen oder was auch immer. Aber vielleicht baue ich den Heli ja noch später. Dann kann ich ja mal zurücklatschen. So, ich muss jetzt das Gelände der Anlage erstmal erreichen. Das ist eine Ember Ruin Verbreitungsanlage. Und ich vermute, es ist das gleiche wieder in grün. Die Bude leer ballern. Den Alarm, der ausgelöst wird, stilllegen. Und dann den Gasemitter zerstören. Nehme ich mal an. Natürlich schön, wenn ich mal so eine andere Mission hätte. Also die Stealth-Mission gefallen mir ganz gut. Entweder Käufer ausfindig machen oder irgendwas hacken und vernetzen. Was, wo seid ihr denn hier? Ihr Heinrichs? Ich sehe euch gar nicht. Oh. Ja, ich nicht. Ich habe irgendwas im Auge. Ach nee, da sehe ich ihn auch. Und ich höre eine bescheuerte Hackdrohne. Ich rücke aus! Ja, rück du aus, Kollege! Nicht Kontakt, feindlicher Soldat! So. Ja, das ist auch wieder so ein kleiner Bug von Ghost Streak, der nervt mich ein bisschen. Gegner ist quasi tot, man lädt die Waffe nach. Und dann kommt er trotzdem noch auf einen zu und kann auch einen Schuss abgeben. Hat meine KI ihn ja letztendlich geholt. Ähnliches passiert ja ganz oft, man schießt einen Man schießt einen Heli ab. Der Drohnengebiet. Ups. Man schießt einen Heli ab. Der Heli fällt runter. Und während der Heli runterfällt, können die Jungs auch ballern. Verstanden, ich komme. Ja, ich weiß nicht, ob ich die bekämpfen muss, soll. Aber macht vielleicht Sinn. Macht vielleicht Sinn, die abzuballern, die Viechers. Da schleiche ich mich mal ran. Dann nehme ich mal T, den Granatwerfer unten dran. Ne? Und dann gibt es jetzt einen vom Bug, Jungs. Jetzt kommt Kamera Nomad. Schon kaputt? Hä? Ich habe gerade einen Granatwerfer ausgewählt. Was ist das für eine Scheiße hier? Kaputt? Oh, die ist kaputt. Aber trotzdem wurde der Granatwerfer bei mir nicht ausgewählt. Ich mag das nicht. So eine Kacke dort. Ja. So. Ich hatte gerade einen Granatwerfer vorne dran gedoktert. Hat wohl nicht funktioniert. Egal. Oder ich bin abgerutscht und habe per se nicht den Schalldämpfer abgebaut und nicht den Granatwerfer. Ach, ich habe gar keinen Granatwerfer an der Waffe. Haha. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Moment. Normalerweise spiele ich immer mit Granatwerfer. Ach, das ist. Die kann kein Granatwerfer, weil die so kurz ist. Die hat so kurzen Lauf. Mein Fehler. So. Was muss ich tun? Jetzt habe ich die Anlage erreicht. Ja, zerstören sie den in der Mitte. Das ist wieder das übliche in Grün. Wird jetzt eine heftige Mission. Das ist mal eine andere Anlage, die ich noch nicht kenne. Oh, das ist das gleiche. Ja, ja. Sind die alle unter Tage, die Jungs? Da ist einer. Da ist ein Geschütz. Noch ein Geschütz. Na, die scheint stark bewacht zu sein, die Anlage. Aber so macht das erst gerade Spaß. So, dann werde ich mal die Geschütze ein bisschen hacken. Oder lahmlegen, das weiß ich noch nicht so genau. Oder ich verwende die Geschütze gegen die Jungs. Das kann man ja auch. So. Ah, die Geschütze haben noch keinen Bock. Gut Glück gehabt. Ah, ich glaube, ich deaktiviere es lieber. Wobei das auch cool ist, ein Geschütz zu hacken und dann gegen die eigenen Leute zu verwenden. Also gegen die Sentinel-Jungs meine ich natürlich, nicht gegen meine eigenen. Hab hier einen Geschützturm.
gab es noch eine Schnieper. Aber erstmal einen dringenden Pilter, würde ich sagen. Komm her. So. Einmal mit dem Pilter wechseln, den anderen nehme ich gleich mit. Also ich denke, es wird eine heftige Mission, sonst würden hier nicht so viele Filter rumliegen. Das sieht man hier nicht so viel. Wenn ich wüsste, wo hier der... Oh. Ja, da hat mich jetzt das Geschütz entdeckt. Da ist der Strom. Jetzt mache ich euch erstmal den Strom aus, Jungs. Das sage ich euch. Machen wir erstmal jetzt den Palio-Strom aus. So. Könnt ihr eure Geschütze sonst wohin tun? Da, wo es nachts dunkel ist. Oh, die Tür ist sogar offen. Cool, muss ich nicht mal was aufbrechen? Geschütz ist aus, Geschütz ist aus. Die sind doch alle drin in der Bude. Also, nix wie rein. Oh, jetzt kann der Schalldämpfer ab. Jetzt gibt es hier keine Ruhe mehr. Oh, hier war gerade eine Tür auf. Oder ist es ein Bug? Doch, Treppenhaus. Ach, ist aus ein Treppenhaus, Gott. Oh, hier oben ist sogar eine Sam-Station. Alter, ist das hier, ist das schwer bewacht, das Teil. Ja, das Schwein umlegt. Warum habe ich jetzt keine Granaten mehr auf A4? Ach, was ist das schon wieder hier? Ach, das ist ja nach jedem Neustart. Nach jedem Neustart ist das geändert. Oh, es war... Da haben wir uns Alarm natürlich ausgelöst, die Knallerbsen. Ja, der Neue ist tot. Würde ich ja gerne den Alarm kaputt machen. Und das ist wieder der typische Bug, man läuft in die Gegner rein. Oh, Verstärkung angefordert. Ah, soll die Verstärkung kommen, interessiert mich jetzt nicht. Ich mach jetzt euer Gasding ja kaputt. Das ist kaputt. Legion, hier ist Nomad. Die letzte Anlage wurde zerstört. Verstanden. Es gibt ein neues. Wir haben eine Nachricht der Führungsebene entschlüsselt. Anscheinend gibt es wichtige Informationen in einem Lager. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sentinel hat vor, es zu zerstören. Das war ein... Entschärfen Sie alle Sprengladungen. Suchen Sie das Lager. Verstanden. Nomad out. So, es kommt noch welche. Wo, wo, wo? Wieso werde ich jetzt gesniped? Von wo? Können gar keine Sniper sein, Jungs. Wieso kann ich die Tür jetzt hier nicht auftreten? Die Tür ist hier auch. Achso, den muss ich mit Granate aufballern. Ja, Verstärkung an. Verstärkung kann ich mal. Also, Verstärkung kann hier gar nicht rein, denn die Tür ist ja noch zu. Hey, wo kommen die her? Die Tür ist doch. Ich hab die Tür doch gar nicht aufgebrochen, Jungs. Wo... Kommt ihr her? Ach, jetzt ist die Tür aufgebrochen. Jetzt baller doch, Nomad! Baller! Nomad, du bist schon bescheuert, bist du! Mann! Geht die Leiter nicht hoch, geht die Leiter nicht runter und schießt, ey. Ist ganz toll. Mann, Nomad. Also das muss gefixt werden im Spiel. Das ist mir schon öfters passiert. Dass ich, wenn ich auf der Leiter bin, runtergeschossen worden bin und ich weder hoch noch runter konnte. Das
ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Dankeschön. So, sie hat die Pistole in der Hand, aber ballert nicht. Nuss. Alte Nuss. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte den Alarm zuerst abgestellt, aber das weiß man ja vorher leider nicht. Und die Jungs haben es scheinbar wieder geschafft, den Strom einzuschalten. Hier bin ich da, wo ich gerade schon war. Hier ist noch ein Emitter. Aber wahrscheinlich, weil ich den einen zerstört habe. Ja, ich würde jetzt gerne durchs Treppenhaus abhauen und da ballern, aber das kann ich hier scheinbar nicht. Denn hier ist ja kein Treppenhaus. Hier ist eine Tür, aber da ist kein Treppenhaus. Oder doch? Nö. Ah, doch, hier. Scheiße! Niemand kommt durch! Wo sind die? Hä? Was stehst du denn hier rum? Die stehen hier rum, die sieht man gar nicht, die Knaller. Die Erbsenköpfe. Muss ich mit der Ansicht jetzt spielen? Man sieht die nämlich nicht. Also muss ich sagen, das. Ist da noch einer drin? Ne, hier ist keiner mehr drin. Wo? Oh. Weiter so! Bleib in Deckung! Du fällst mich! Und jetzt habe ich wieder den Bug mit der Pistole, wieder Glück gehabt! Also das scheint ein Bug zu sein. Man kann nicht nachladen, wechselt die Waffe auf die Pistole. Der Gegner kommt und steht quasi vor einem. Und man trifft ihn hart und eigentlich müsste er sterben und das tut er nicht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Muss ich komischerweise den Strom auch nicht mal abstellen. Weil eigentlich ist ja hier das Geschütz. Das war ja vorher noch aktiv. So, jetzt gehe ich zu meinem Heli. Obwohl, nee, die Sentinel-Jungs haben ja auch ein Heli stehen. Dann nehme ich den. Strom habe ich ja schon bereits abgeklemmt. Dann fliege ich mal weiter diese 9,2 Kilometer, denn anders komme ich da wahrscheinlich nicht hin als mit dem Heli. Dann fliege ich aber sicherheitshalber ganz tief über die Bäume. Über den Bäumen, nicht über die Bäume. So, jetzt bin ich wieder an der frischen Luft. Und dann schauen wir mal weiter, wie die Mission weitergeht. Verdächtiges Geräusch. Ja, Fanbock ist wieder ganz woanders. Oh, Sam. Ja. Also das scheint auch extra wegen dieser Mission zu sein. Ich bin ja früher ganz oft über die Insel mit dem Heli geflogen. Aber so viel Sam-Station habe ich noch nie gehabt. So, und schon wieder Sam am Start. Also am besten immer knapp über den Bäumen oder über den Baumspitzen fliegen. Und so ein bisschen zickzack, dann können die SAM-Stationen auch nichts machen. Gut, ich habe jetzt einen bewaffneten Heli. Ich könnte jetzt natürlich umdrehen und draufballern, aber das muss ja nicht unbedingt. Jetzt haben wir 3,8 Kilometer. Das liegt natürlich wieder im Gasbereich. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Und cool. Wollen wir drüber fliegen. Ist das neu? Das ist neu. So ein altes, zerquetschtes Gebäude. Aus dem Krieg kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie auf den Luftschiff-Flughafen.
Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da jemals war. Interessant. Hier ist wieder das Gemüselabor. So, und jetzt muss ich ganz dringend landen und Filter wechseln. Sonst kriege ich hier, glaube ich, ein Problem. Ja, und Sam-Raketen kommen auch schon runter, 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 runter. Dann schauen wir mal, was da passiert. Oh, 2 Minuten, ich muss Gas geben. Habe ich gar nicht gesehen. So, und weiter geht's. 300 Meter habe ich, 9 Minuten Zeit, um Bomben zu entschärfen. Irgendwie war es alle ein bisschen buggy, denn als ich gerade mit dem Heli gelandet bin, hatte ich nur noch 2 Minuten Zeit. Bin wie ein Wahnsinniger rumgerannt. Bin auch pünktlich zu diesen Entschärfungspunkten gekommen. Konnte aber keinen Punkt entschärfen. So, und weiter geht's. Telefon hatte geklingelt. Jetzt riskiere ich es nochmal. Also, hier sind überall die autonomen Geschütze. Die können mich entdecken. So, jetzt zeigt der... Jetzt hat er mir hier den Punkt angezeigt, dass ich hier eine Bombe entschärfen muss. Aber mir ist nicht ganz klar so. Ich glaube nicht, dass ich die Geschütze deaktivieren muss. Weil die Geschütze haben nichts mit der Bombe zu tun. So. So, hier sind die Sprengsätze. So, sieht man ja hier. Da ist noch einer, da geht ein Kabel lang. Das Kabel geht hier rum. Geht hier rein. Ich kann hier aber nichts deaktivieren. Und ich glaube auch nicht, dass... Also wenn ich da hoch müsste, das wäre hart, wäre heftig. So. Ist der Punkt weg. Jetzt kann ich hier zu dem Laptop gehen. Ja, und das hat er mir vorher nämlich nicht angezeigt, den Laptop. In der ersten Mission. Wo ich zuerst hier gelandet bin. So. Und jetzt ist es nämlich auch zeitlich machbar. So, hier ist es wieder Dynamit. Hier geht das Kabel lang. Kabel lang, Kabel lang. Autonomes Geschütz. Ausmachen. Besser ist das. So, Laptop ist hier vorne. Perfekt, jetzt buggt die Mission auch nicht. Jetzt scheint es zu funktionieren. Weil vorher bin ich gerannt wie ein Weltmeister. Und plötzlich hat er gesagt, Mission gescheitert. Oh, jetzt muss ich ganz schnell den Filter tauschen. Oh, das hacke ich mal lieber auch schnell. Ich muss ja gleich wieder zurücklaufen. So. Muss ich wahrscheinlich den Zaun durchbrechen. Nee. So, das Kabel liegt hier lang, geht hier lang. Geht hier lang, hier lang, hier lang. An den Rohren entlang, hier lang. So, wo ist der Laptop? Mist, wo ist der Laptop? Geht da hoch, geht da rüber. Ah, Laptop zur anderen Seite, Gott. Noch 6 Minuten. Aber der letzte ist da hinten ziemlich weit. Da muss ich flitzen, aber das sollte ich hoffentlich in 6 Minuten schaffen. Inklusive Deaktivierung der Geschütze. Weil wobei, das da drüben... Oh, das ist von Drohnen bewacht. Ich hoffe, dass das nur Luftdrohnen sind. Die mich sonst nicht nerven werden. Ah, das ist natürlich hier Rennerei. Riskiere es einfach mal durch die Gebäude durchzuflitzen. Wenn ich jetzt natürlich gleich Pech habe, ist da hinten keine Tür, wo ich rauskomme. Doch, perfekt. Oh, das sind die dicken Drohnen. Und da sind auch noch Sentinel-Willis.
Oh Gott, da muss ich das erstmal ausmachen, das Ding. So. Komm rüber. Jetzt, wo ist. Wo ist der Laptop? Ja, machen da hinten das Ding aus. Das Geschütz. Ah, ich glaube, das ist das Schwierigste hier. Da muss ich einen Laptop finden. So, wo ist das Teil? Das muss ja hier irgendwo in der Mitte sein. Was wollen die Jungs in die Luft sprengen? Im Gebäude. Was wollen die hier sprengen? Ich hab's noch nicht kapiert, was die hier sprengen wollen. Was wollen die hier sprengen? Ich hab's noch nicht kapiert. So, was soll hier gesprengt werden, Jungs? Sagt's mir! Wollen die das hier sprengen? Jo, das hier wollen die sprengen. Perfekt. Oh, Glück gehabt. Ich hoffe, das war's jetzt. Das war die letzte. Ich muss herausfinden, was Sentinel verbirgt. Boah, ich hasse die Pech. Ja, ist klar. Jetzt kommt Party an den Start. Oh, jetzt kommen hier Millionen von. Und ich kann hier nicht hoch. So. Ich muss da oben. Ich brauche High Ground. Ganz dringend. Und da oben muss ich schon wieder was hacken. Jo, komm, hör auf. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Ja, komm, Jungs! Was meinte ich? Jetzt stehe ich hier nämlich mittendrin und kann die Waffe nicht nachladen. Boah! Ich glaube, da habe ich ein bisschen Schwein gehabt. Sichern Sie die Umgebung. Oh, ist euer Glück gehabt, du. Leck mir in die Füße. Und die kamen ja so aus dem Nichts, die Viecher. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Helis noch vom Dach holen. Aber ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ich habe es noch nicht gecheckt, was ich da gehackt habe. Da hat den Piloten getroffen. Also ich muss sagen, das Ziel aus der Schulter ist nicht so angenehm. Hier ein bisschen. So. Glaube ich, einfach so gewesen. Mit der panzerbrechenden Mohn. So. Das Geschütz muss ich auch noch platt machen. Leck mich eure Füße. So, perfekt. Alter Falter. Da ja Schwein gehabt, ganz ehrlich. So, verlassen Sie den Bereich. Nichts wie weg hier. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder so neue Willis an und gehen hier auf den Draht. So. Bildanzeige nicht. Ein Stückchen kann ich noch. Da komme ich raus. So, hier jetzt raus. Und jetzt den Bereich verlassen. Wie weit muss ich da laufen? Wahrscheinlich ewig. Ewig und drei Tage laufen. Aber ein Heli habe ich ja leider keinen. Den ich benutzen kann. Jetzt renne ich erstmal weg hier. Besser ist das. Ist ja nicht ganz so weit. Den Filter wechsle ich gleich. Einen habe ich noch am Start.
Und wenn ich hier raus bin, bin ich raus. Jetzt müsste das Gebiet gesichert und verlassen sein. Achtung. Legion, Nomad hier. Alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Sehr gut. Was haben Sie herausgefunden? Ich habe einen Namen. Dr. Nathan Finlay. Ein Wissenschaftler. Ziemlich hohes Tier. Er ist wichtig. Mehr weiß ich nicht. Verstanden. Wir analysieren das und melden uns, wenn wir einen Standort haben. Roger. Nomad out. So, perfekt. Das wäre jetzt auch vollbracht. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.